Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und es geht um The Natural Box. Das ist die Beauty Love Box, die siehst du hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box bekomme ich auch in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dafür bekommen wir zusammen dann aber auch noch ein paar mehr Vorteile. Zum Beispiel kann ich in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Außerdem habe ich auch noch für diese Box, die ja ab 31,95 pro Box kostet, einen Gutscheincode. Der nennt sich Green Claudia. Da sparst du 10 Euro auf deine erste Box. Und ja, ne, stöber da gerne in dem Online-Shop. Ich habe dir alles unten in der Box, in der Infobox, das ist auch eine Box, ich habe nur Boxen im Kopf, verlinkt, genau, schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, das ist jetzt die Januar-Februar-Edition, die Box erscheint nämlich alle 2 Monate und sie gibt uns so einen Einstieg in diese Green-Beauty-Welt, was ich persönlich ziemlich begrüße, weil ich das einfach, ich mag das. Es ist nicht nur Trend aktuell, sondern ich finde, es ist etwas, was man auch irgendwo ein Stück weit in sein Herz geben sollte. Ne? Also ich versuche tatsächlich in meinem Leben nachhaltig zu leben. Es ist nicht immer leicht, aber gerade wenn man so ein Hobby hat wie ich mit dieser ganzen Make-up-Geschichte und Beauty und so und hier auch so ein YouTube-Channel hat, ist es nicht leicht wirklich, aber man achtet schon drauf, indem man halt nicht so viel was wegschmeißt, sondern dann in Trash-Paketen weitergibt oder wie auch immer aussortiert und das dann verschenkt. Und genau, man achtet auf seine Art und Weise drauf, um das mal so zu sagen. Recycling ist da bei mir tatsächlich ein sehr großes Thema. Und ansonsten, ne, achte ich in meinem generellen Leben auch einfach auf Nachhaltigkeit. So, ja, das ist eine sehr coole Box, denn sie besteht, also die Box an sich jetzt, ne, nicht nur die Box vom Inhalt her, die übrigens super schwer ist und deswegen muss ich die gerade mal runternehmen. Die Box besteht aus Graspapier, das ist total geil. Also in der Theorie könnte ich diese Box nehmen und die so als ja, Pflanzenschutz mehr oder weniger nehmen, ne? Also dass ich quasi was reinpflanze und das dann so in die Erde gebe, damit zum Beispiel sich Wurzeln nicht am Anfang so mega schnell ausbreiten oder keine Ahnung, nicht da so Viecher drankommen und so. Also theoretisch könnte man die auch echt in den Garten einpflanzen. Ich finde es total scharf. Ja, da wächst nur kein Gras draus, ne? Da sind keine Grassamen. Ich rede aber ganz schön lange schon jetzt hier. Egal, auf jeden Fall mag ich auch super gerne dieses Design. Die Box ist nämlich relativ neu, deswegen rede ich jetzt mal so ein bisschen mehr darüber. Die ist noch nicht so ultra oft erschienen. Wir haben ja auch dieses Blatt hier drin und so. Ich finde es scharf. So, das jetzt nur mal so von meiner Seite. Ich habe den Deckel entfernt. Genau, und dann riechen wir mal dran. Boah, das riecht hier voll geil nach Sauna raus. So, also wirklich grasmäßig, aber gleichzeitig Sauna, ne, wisst ihr? Also so, ja. Ja, wir haben hier, ich bin ein bisschen paddelig heute, es tut mir leid, 6 bis 8 Beauty-Produkte drin. Und diese Box soll einen Wert von über 130 Euro haben, was ich krass finde. Das heißt, du hast im Prinzip 100 Euro geschenkt, wenn du dir die Box holst, ne? Naja, wir haben ein Klebi, der das Seidenpapier zusammenhält. Puh, da fällt schon was raus. Boah, die ist echt prall gefüllt dieses Mal. Flyer entfernt. Boah, ich sehe schon was. Und so schaut der erste Blick in die Box aus. Sehr grün und sehr gefällt mir. Okay, wir haben ein bisschen Werbung mit dabei. Ete Petete. Okay, Ete Petete. 6 Euro Rabatt auf deine Bio-Box. Ach, guck mal. Ja, das finde ich cool. Gerettete Bio-Lebensmittel CO2-neutral bis vor deiner Haustür. Das habe ich letztens mal im Fernsehen gesehen und das fand ich echt ansprechend. Ja, wir haben ja eine Foodbox, sage ich mal, die HelloFresh-Box, die kommt bei uns ja jede Woche. Dementsprechend ist es dann ein bisschen schwierig, aber ich finde es von der Idee her richtig klasse, dass du dann einfach mal Produkte, die einfach nicht weggeschmissen werden müssen, geliefert bekommst. Da war nämlich irgendwie so ein Test, das habe ich gesehen, fand ich super interessant. Und ja, das geht dann halt auch um Produkte wie zum Beispiel diese Möhre, die nicht der ganz normalen Norm entsprechen und, ne, für uns hübsch ist, sondern ich meine, das ändert ja nichts am Geschmack. Naja, egal. Kann man sich auf jeden Fall angucken. 6 Euro Rabatt finde ich schon mal nice. Hier haben wir ein Heftchen. Hallo Beauty Lover. Wir starten das Jahr mit der neuen Bamboo Zen Edition. Oh cool. Die uns an Pandas, die asiatische Pflanzenwelt und unsere letzte Fernreise erinnert. Oh, meine letzte Fernreise. Wirklich Fernreise.
dass ich jetzt nicht innerhalb von Deutschlands gereist bin, sondern wirklich in die Ferne. Das war eine Geschäftsreise nach Rumänien, weil da die Firma, für die ich gearbeitet habe, tatsächlich eine Niederlassung hatte. Und da habe ich quasi die Einarbeitung bekommen. Aber wirklich Reise in dem Sinne, dass ich auch Urlaub gemacht habe, war 2010 mit meiner Mama. Da bin ich in die Türkei mit ihr geflogen. Ja, das war das letzte Mal, dass ich in die Ferne gereist bin. Eigentlich traurig, ne? 11 Jahre her? Wow. Mit dieser Box möchten wir dir die kalte Jahreszeit versüßen und einige Green Beauty Produkte vorstellen, die du vielleicht noch nicht kennst. Endlich werden herkömmliche Wattstäbchen und Strohhalme aus Plastik verboten. Für Ersatz sorgen die süßen Bambus-Wattestäbchen von... Ach, hier sind schon Spoiler drin. Von Bambuswald, die nährende Haarmaske... das sind alles Spoiler. Ich will noch keine Spoiler. Unser digitales Booklet mit Rabattcodes und Infos rund um die Produkte findest du ab sofort auf unserem Instagram-Account im IGTV. Scanne hierfür den QR-Code und klicke auf unserem Kanal auf dieses Symbol, ja, dieses IGTV-Symbol. Ne? Wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken deiner Beauty-Schätze. Witzig, das habe ich nämlich schon gesehen. Ja, ich weiß, was drin ist. Ich habe nämlich den Kanal natürlich auch abonniert auf Instagram und habe dann schon gesehen, was drin ist. Es ist so schön. Ich mag Pandas. Pandas sind so knuffig. Das sind einfach die liebenswürdigsten Bären, die es so gibt, ne? Ach, süß. Okay, so, das erste Produkt, was ich greife, kostet 49 Euro. Das weiß ich, weil ich das aktuell auch in Anwendung habe, von Mudmaski. Das ist die Serum Infused Eye Mask. Das ist eine super Alternative zu diesen Eyepatches. Und da kann ich euch sogar schon was zu sagen, denn gestern Abend habe ich die erst noch verwendet. Du kannst einfach das Produkt rausnehmen, mit auf den Finger, machst du eine kleine Menge, muss nicht viel sein. Und das gibst du dir dort auf, wo du dir theoretisch auch, ja, nicht nur deine Augencreme, sondern auch so Eyepatches oder sowas drauf machen würdest. Und vorher musst du natürlich Hände und Gesicht gereinigt haben, ist klar, ne? Dann lässt du das so, ja, 8 Minuten drauf, 10 Minuten. Ich habe es ein bisschen länger drauf gelassen, weil ich zeitgleich auch so eine sich antrocknende eine Tonerdemaske irgendwie hatte. Und weil ich gerade ein Maskenwochenvideo mit euch drehe. Das ist ziemlich witzig. Auf jeden Fall wird die fest. Ne? Da darf man sich nicht von abschrecken lassen. Und du hast ja auch so Stückchen drin. Ich glaube, das ist Matcha oder sowas. Sehr, sehr interessant. Japanese Matcha Tee, genau. Richtig witzig. Die riecht einfach nur natürlich. Und die macht auch so ein bisschen, dass sie die Augenringe entfernt. Die plumpt es auch so ein bisschen und versorgt es mit Feuchtigkeit. Jedenfalls soll es es machen. Und gleichzeitig soll es auch noch Schwellungen zurücknehmen. Also ich habe die abends verwendet. Am besten ist es tatsächlich, wenn man die morgens verwendet. Weil dann hast du ja eigentlich die Sachen mit Schwellungen, Augenringe und so weiter. Das habe ich weniger abends. Und deswegen, ne, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir morgens das Gesicht wasche und mir das dann drauf mache und mir dann die Zähne putze in der Zeit, wo das einwirkt. Und dann kann man sich das runterwaschen. Eigentlich, ne? Total cool. Und nach 4 bis 7 Anwendungen soll das schon die Elastizität der Haut erhöhen. Und nach 7 bis 12 Anwendungen sollen feine Linien um deine Augen sichtbar geglättet worden sein. Finde ich spektakulär. Habe ich, wie gesagt, schon in Anwendung. Und 30 Milliliter, da kommst du wirklich lange mit hin, ne? Finde ich cool. So, dann haben wir hier drin... Oh, ich muss eben Nase putzen, es tut mir leid. Nämlich eben mit Sammy draußen gespielt und es ist halt draußen echt kalt. Und wenn du dann rein, raus, hin, her, dann habe ich das oft, dass meine Nase dann so ein bisschen geputzt werden muss. Naja, okay, auf jeden Fall. Professional, Claudie. Pure Bee Natural Body Care. Lippenpflege ohne Aroma, Bienenwachs und Propolis mit Jojoba und Vitamin E. Ja, so eine Lippenpflege ist nie weg, muss man ja wirklich sagen, es sei denn, man verliert sie. Auf jeden Fall ist Propolis eine Sache, die mir persönlich sehr, 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 sehr gut tut. Wenn ich zum Beispiel kleine Entzündungen habe, so Pickel oder keine Ahnung, irgendwelche Geschichten, ne, auch am ganzen Körper, dann nehme ich mir Propolis-Salbe und mache das drauf. Das ist, glaube ich, auch so eine ganz... Irgendwas hat das auch mit Honig zu tun. Wird irgendwie auch in Bienen machen, sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns das damals mal die Heilpraktikerin empfohlen. Und das ist ein sehr, sehr grünes Material und sehr gutes Material. Deswegen passt das hier auch gerade echt gut in die Box mit rein. Und die sind natürlich, ohne
harte Chemikalien oder so. Handmade, tierfreundlich, kein Mikroplastik und bienenfreundlich. Das ist ja mal nett, dass sie es auch draufschreiben. Pure Bee ist eine junge Naturkosmetik-Manufaktur aus Grabenneudorf im wunderschönen Süden Deutschlands. Hinter der Marke steht Linda, eine junge Imkerin, die ihre Liebe zu Bienen und anderen teilen möchte. Ach schön, das passt, ne? Genau, dann haben wir hier so einen Bienenwachsstift drin. Ja. Kann ich mir wirklich jetzt im Winter sehr gut für mich vorstellen. Ich bin öfters auch mal draußen mit Sammy, ne? Dann kann ich mir das einfach in die Tasche packen und dann beim Spazierengehen einfach auf die Lippen geben. Finde ich cool. So, das nächste ist das Produkt, was, glaube ich, eben schon angeteasert wurde, ne? Das nehme ich jetzt hier mal raus. Also die Sachen sind hier echt sehr, sehr eng zusammengepackt, weil die Box ist prall gefüllt, ey. Wattestäbchen aus Bambus, die kann ich immer gut gebrauchen. Bambuswald. Hashtag Bambuswald. Zeit für Veränderung ohne G. Okay, ach so, deswegen wahrscheinlich Veränderung, weil ohne G, ne? Okay, ja, ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt keine Plastikwattestäbchen mehr in den Drogerien, was ich gut finde. Weil dadurch ja, ne, weniger Müll und so. Oh, und die sind hier ganz, ganz eng reingepackt. Da sind ganz viele Wattestäbchen hier drin. Das finde ich ganz cool. Kannst du eins nehmen und dann entweder für Make-up-Korrektur, dass man hier, wenn man so einen Eyeliner verkackt hat, dass man da entlang gehen kann. Oder wenn man hier Mascara hat abgestempelt, kannst du es abmachen. Das finde ich wirklich gut. Oder, ja, soll man eigentlich nicht machen, ne, als Ohrenstäbchen, aber ich kann nicht anders. Wenn ich so nass, also, ne, wenn ich aus der Dusche komme manchmal, ist nicht oft, aber manchmal, dann habe ich irgendwie so dieses Gefühl, als hätte ich irgendwie nasse Ohren von innen. Dann gehe ich da mit Wattestäbchen rein. Ich weiß, es ist nicht das Beste vom Leben. Oder man kann das nehmen, um sich gezielt auf Unreinheiten oder irgendwas Teebaumöl drauf zu tupfen oder sowas. Also Wattestäbchen haben wir immer bei uns und verwenden wir auch exzessiv, deswegen voll gut. Hier habe ich dekorative Kosmetik drin und das freue ich. Das freut mich gerade sehr, denn morgen ist der 31.01. und da wollte ich mein Fullface mit den dekorativen Kosmetikprodukten aus Beautyboxen von Januar abdrehen. Deswegen auf die Beauty Love Box habe ich tatsächlich noch gewartet und richtig geil, dass hier auch wirklich ein Puder drin ist, denn das fehlte mir auch noch. Von Pass habe ich hier das Bamboo Powder. Mega geil. Also ein Bambuspuder. 5 Gramm sind hier enthalten. Und das ist ein loses Puder, was man dann zum Setten nehmen kann, denke ich jetzt einfach mal. Und ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Und weil ich das morgen verwende, kann ich das ja direkt aufmachen. Okay, wir haben hier so ein Puffelding drin, ne? Das kannst du dann für Touch-Ups zwischendurch nehmen. Machst du dir einfach zwischen zwei Finger und kannst dann das so über die Haut geben. Oh, das fühlt sich aber ganz interessant an. Also ja, sieht man natürlich jetzt, ne? Ich habe da ja drauf gepackt. Okay, das fühlt sich nicht so ultra fein an. Ich weiß nicht, ob das was für meine trockene Haut ist, weil sich das doch relativ kalkig anfühlt. Ah, da müssen wir morgen mal gucken. So, dann kann man das hier zudrehen. Das finde ich immer klasse bei losem Puder, ne? Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, wirklich alle losen Puder, die man so hat, stehend aufzubewahren. Es ist oft, dass ich die so aufbewahren muss bei mir. Auch wenn ich hier genug Aufbewahrungsmöglichkeiten habe, aber trotzdem, ne? Genau, ja, finde ich cool. Dekorative Kosmetik läuft. Mega geil. So, als nächstes habe ich etwas drin. Muro Muro. Muro Muro kenne ich nur den Butterbronzer. Muro Muro. Natura Ecos Restoring Hair Mask. Okay, was sollst du machen? Ich brauche ja immer noch eine Haarmaske. Ich habe ja so, ja, gerade so am Hinterkopf, ne? So Pickel und so Schuppen und so ein Kram. Ich weiß nicht, woher das kommt. Muss ich wirklich sagen, ich habe schon einiges ausprobiert, aber irgendwie will nichts funktionieren. Selbst mein hochgeliebtes Propolis will nicht funktionieren und das ist echt interessant, um das mal so zu sagen, weil das hilft eigentlich immer. Ja, da muss ich echt mich mal einlesen, was die machen soll, weil die sieht aus, als würde die, ne, so eine Clay Mask sein, also quasi so eine Maske, die deine Kopfhaut auch in dem Sinne pflegt, peelt, wie auch immer. Und wenn das halt sowas Natürliches ist, ist es meistens auch für die Kopfhaut dann etwas angenehmer. 91% natürlichen Ursprungs. Da hast du Muro Muro Butter drin. Our Mask Penetrates the Hair Fiber. Okay, das ist dann eher weniger für die Kopfhaut, glaube ich, ne? Und du lässt es nur 3 Minuten rein. Das finde ich auch krass, ne? Und du machst es auf gar keinen Fall auf die Kopfhaut. Okay, ja, das ist auf jeden Fall dann eine Maske für die Haarlängen. Schade.
Von der Farbe her hatte ich echt Hoffnung, ne? Aber gut, ja, das kann ich dann auf jeden Fall auch verwenden. Und 200 Gramm sind hier enthalten. Es ist auch ein natürliches Produkt, haben die ja geschrieben. Die sind vegan, Fairtrade, Biodiversity Ingredients from the Amazon, vom Amazonas. Und ja, gut, das ist jetzt auch schon das 1, 2, 3, 4, 5. Produkt. Okay, weiter geht die Bilderreise. Oh, hier sehe ich etwas, das trinke ich tatsächlich jetzt aktuell jeden Abend. Also ich mache jeden Abend, nachdem ich geduscht habe, unseren Wasserkocher an und dann gibt es jetzt erstmal einen Tee bei uns. Mein Freund präferiert den Magenfeintee oder den innere Ruhetee. Und ich habe aktuell in Anwendung von Pukka den Nighttime Bio-Kräutertee. Gute Nachtgeschichte mit Haferblütenspitze, Lavendel und Lindenblüte. Hier sind 20 Teebeutel enthalten. Und da kann ich auch schon was zu sagen. Er schmeckt ganz gut und er beruhigt mich auch. Also ich mag das. Ich trinke den auch immer mit ein bisschen Honig. Die Nacht wird lang, wenn du nicht zur Ruhe kommst. Das stimmt. Wie schön, dass die Natur uns Linde Kräuter für dieses koffeinfreie Gute-Nacht-Tässchen schenkt. Ein Kräutertraum aus sanften Haferblütenspitzen, mildem Lavendel und seidig-süßer Lindenblüte. Lass Frieden einkehren und deine süßen Träume beginnen. In allen Pukka-Tees verwöhnen dich Bio-Kräuter der höchsten Qualitätsklasse. Jeder davon vereint unser Kräuterwissen mit köstlichem Geschmack, um dein Leben noch fairer und glücklicher zu machen. Okay, ja, ne? 5 bis 10 Minuten ziehen lassen und dann gib ihm. Ich lasse es meistens ungefähr eine halbe Stunde ziehen. Also ich nehme meistens die Teebeutel gar nicht raus, sondern lasse drin. Und dann trinke ich das, wenn das eine angenehme Trinktemperatur erreicht hat. Ja. Okay, dann habe ich hier etwas drin von Flora Mare und das ist mal wieder, wir kennen diese Produkte, ne, die man halt auch auf der Asam Beauty Homepage kaufen kann, das sind immer Oschi-Produkte, kostet dann auch meistens so 19,75, ne, das ist ja immer dieser Klassiker, All Over Scrub Peeling Perfect Skin, 250 ml. Also All Over heißt für mich wirklich im Prinzip von Kopf bis Fuß. Ne? Das ist auch ein Kopfhautpeeling. Ich bin da aktuell ein bisschen scharf drauf, merkt man das. Das Flora Mare All Over Scrub ist ein mildes Creme-Peeling, angereichert mit Meeresmineralien. Die sanfte Textur glättet die Haut spürbar. Okay, das ist nicht für den Kopf. Und schont, was eine Anwendung für Gesicht und Körper möglich macht. Die reichhaltige Formel aus Shea-Butter, Aprikosenkern und Arganöl pflegt die Haut. Ja, okay, das ist dann ein Körper- und Gesichtspeeling. Finde ich ganz praktisch, denn ich verwende Körper- und Gesichtspeelings auch immer zum selben Zeitpunkt und so habe ich dann halt wirklich nur ein Produkt in der Dusche stehen. Mag ich auf jeden Fall. Und ich muss auch persönlich sagen, ich mag eigentlich auch lieber, wenn Produkte für die Dusche in Tuben sind oder in Pumpspendern. Bei einem Peeling macht das in der Tube auf jeden Fall mehr Sinn als in einem Pumpspender, weil der verstopft dann wahrscheinlich. Aber bei Pöttchen finde ich das halt immer schwierig. Du musst die aufschrauben. Ist halt auch bei der Haarmaske so ein kleines Kriterium, um ehrlich zu sein. Du musst die aufschrauben, dann hast du den Deckel, weißt nicht wohin damit. Und irgendwie, ne? Ich komme dann immer so ein bisschen ins, was mache ich bloß? Ja, das sind wirklich First World Problems hier. Tut mir leid. Wird verwendet, finde ich ganz nice. Ach, kann ich nicht riechen, ist noch zu. Schade. Forever Young GmbH aus Unterföhring. Jo. Free of Microplastic, Silicones und Mineralöl. Also kein Mikroplastik, Silikone und Mineralöl enthalten. Finde ich positiv. So, ich glaube, wir kommen jetzt schon zum letzten Produkt. Und das ist etwas, das hatte ich auch in dem IGTV gesehen, von Jeju On, Only Nature. Da habe ich eine Kutera Turmeric Cream. Und dieses Jeju ist, oh Gott, irgendwas mit einem Vulkan? Da kommen auf jeden Fall die ganzen Inhaltsstoffe von dieser koreanischen Vulkaninsel. Ich glaube, die heißt Jeju, oder? Irgendwie so war das. Gefährliches Halbwissen. Oh, und Lotusblatt ist da auch irgendwie mit drin. Und das ist halt eine Creme. Und man hätte, hier sind 50 ml enthalten, man hätte alternativ auch das Serum haben können, drin haben können in der Box. Gucken wir uns mal die Creme an. Oh, die ist aber hübsch. Ich mag ja koreanische Kosmetik auch super gerne. Und die sind per se tierversuchsfrei, soweit ich das im Kopf habe. Weil die in Korea, glaube ich, Tierversuche verboten haben. Ne? Da ist ja sowas. Und natürlich Inhaltsstoffe und so. Ja, hübsch, definitiv. Also das ist eine Creme, die hat man auch gerne tatsächlich so im Badezimmer stehen, finde ich. Genau. Okay, das riecht echt interessant. Ich guck mal, ob ich irgendwie dran riechen kann.
Boah, das riecht echt sehr, sehr kräuterig, sehr natürlich. Mega angenehm. Doch, da habe ich wohl Bock drauf, ne? Das ist cool. 50 Milliliter, wie gesagt, sind hier drin. Und Leute, ich glaube auch, dass das Produkt gar nicht mal so günstig ist und die ganze Box ist gar nicht mal so günstig. Also ich glaube nicht, dass wir mit nur in Anführungsstrichen 130 Euro Wert hier hinkommen, weil wenn ich einfach sehe, was wir hier für Marken haben, allein dieses Mutmaßki mit 49 Euro knallt den Wert ja schon mal mega nach oben, ist schon der Wahnsinn, ne? Dann hast du hier in der Box halt noch dieses Krüppelpapier drin, das ist aber halt recycelt, ne? Dementsprechend überhaupt kein Problem. Und ich verwende das ja eh immer weiter. Auch die Boxen verwende ich ja immer als Versandkartons. Also für mich definitiv eine schöne Box, ein schöner Start in das neue Jahr. Die Beauty Love Box setzt auch immer mehr darauf, dass man halt diese Pflegeprodukte hat. Und du hast halt dann vielleicht mal ein dekoratives Kosmetikprodukt mit drin, so wie hier jetzt das Puder. Aber hauptsächlich dreht sich die Welt der Beauty Love Box um ja, Pflege. Und das finde ich irgendwie auch ganz nice. Also mir gefällt die Box. Definitiv, es ist eine coole Geschichte und Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auch, finde ich. Und ja, deswegen, denkt an meinen Code, denkt an die Verlosung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!